Etwas wickeln möchte auch Norbert Hillwig. Er bietet heute sein altes Sexspielzeug auf Rollen an. Mann. Ich find's ein bisschen scheiße, dass es in meinem Schrank steht. Doch bevor sich jemand Neues daran erfreuen kann, geht es zum Experten Detlef Diesel. Body Change. Jetzt kriegst du ein schönes Pferdchen. Ja. Schläfst du nicht? Hallo, hallo. Norbert, ich finde es nicht davon mal ganz abgesehen. Und ja. Es scheint sehr alt zu sein, aber es ist, glaube ich, so alt, dass es nicht aus deiner Kindheit stammen kann. Nein. Aus der Kindheit meines Vaters. Des Vaters. Und ja, war wohl anscheinend ein sehr wichtiges Geschenk, weil da unten drauf steht, wie dich zu hängen. Ich kann mir nicht helfen, ob es jetzt ein echtes Spielzeug ist, was man von einer Manufaktur gekauft hat, oder ob es jemand wirklich mit großem handwerklichen Flick selber gemacht hat. Wie kommt es jetzt, dass du dich davon trennen kannst? Also, Und deswegen wird uns heute der Detlef auch was zu diesem Pferd erzählen. Wir gehen auf den Boden. Achte da immer darauf, dass du gelenkschonend drunter gehst. Du siehst es, hier habe ich das linke Bein. Schlanke Taille, flacher Bauch, ich kann es nicht oft genug sagen. An die Wirbelsäule ranziehen, mach dich ganz fest, sexy Po. Was möchtest du dafür haben? Ja, also 200 Euro wäre schüsch. 200 Euro wäre schüsch. Ja. Mein Lieber, 200 Euro wären schüsch. Ich bin mal gespannt, was du jetzt sagst. Wie hoch taxiert Detlef den Preis? Service. Also mit 200 Euro kann ich einfach nicht dienen. Also okay. Ich wäre hier... Bei der Qualität, bei dem Erhaltungszustand wäre ich bei circa 100 Euro. Scheiße. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, ja. Würdest du denn für 100 weggeben, weniger, oder würdest du sagen, nee, dann behalte ich es lieber? Also. Oh. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich bin eigentlich ein Schwatz. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Guten Tag. Grüß Gott. Ich habe eine übelste Schlafstoffallergie. Boah, mich juckt's direkt. Ja? Ja, ich bin, also schon wenn ich nur Schlafstoffe sehe, sagt mein Körper, geh weg. Ganz übelst krass. Mhm. Ja. Geh weg, Schlafstoffe. Grüß Gott.